Moin, moin, hier ist DF. Und Katharina. Eigentlich müsste es ja heißen, guten Abend. Es ist nämlich schon 21 Uhr. Aber wir wollen ein bisschen was vorwegnehmen. Wir wollen nämlich morgen früh um 3 Uhr auf eine Tour starten. Heißt für uns 2 Uhr früh aufstehen. Oh, shit. Jetzt wisst ihr auch, warum wir schon am Vorabend diese Ankündigung machen. Wir gehen auf die Zugspitze und zwar übers Gatterl. Das hört sich jetzt zunächst mal ziemlich harmlos an. Es wäre nicht DF Outdoor Videos, wenn da nicht irgendwas Besonderes noch dabei wäre. Wir gehen bis zur Knarrhütte ganz normal den Weg übers Gatterl. Habe ich noch nicht gemacht, den Weg bisher. Ist der einzige, der mir noch fehlt. Wenn wir an der Knarrhütte sind, dann geht's aber über den Brunntalgrat rauf auf den Jubiläumsgrat. Der Brunntalgrat ist normalerweise der Notabstieg vom Jubiläumsgrat, ist so etwa zeitlich in der Mitte. Das heißt, wir werden dann morgen die Hälfte vom Jubiläumsgrat Richtung Zugspitze machen. Genug gequasselt, ab ins Bett. Gute Nacht und bis morgen. Nacht. Moin, moin, 2:50 Uhr früh und wir marschieren gerade los von der Ehrwalder Almbahn, von der man nicht allzu viel sieht. Nur mit dem Wetter haben wir nicht so arg Glück. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Es tröpfelt leicht und hat auch die ganze Nacht über geregnet. Immer mal wieder. Nicht so ideal. Es kommt noch Nebel dazu. Ja. Perfekt. Wir sind jetzt etwa eine halbe Stunde unterwegs. Es gießt wie aus Eimern und das gefährdet natürlich unser Unternehmen, weil ob wir da die Kraxelei wagen, das sei mal dahingestellt. Wir können nur hoffen, dass das Regengebiet, das gerade über uns drüber ist, schnell wegzieht und der Grat oben schnell abtrocknet. Das Ganze war übrigens so nicht zu erwarten. Die Wettervorhersage hat für die ganze Nacht regenfrei angesagt und auch für den gesamten Tag. Also völlige Verarschung bisher. Und damit ihr seht, dass ich nicht nur Blech rede, schaut mal meine Hose an. Da oben ist sie noch trocken und hier schon klitschnass. 3:50 Uhr, jetzt sind wir oben an der Ehrwalder Alm, wo die Bahn endet. Der Regen hat inzwischen ein bisschen nachgelassen, also vielleicht haben wir doch noch Glück. Gerade als wir weitergehen wollten, hat es jetzt noch mal richtig angefangen zu kübeln und daher haben wir den Spielplatz hier ein bisschen zweckentfremdet. Wir stehen nämlich jetzt genau unter so einer Hütte. Und haben uns untergestellt. In der Zwischenzeit checken wir noch mal ein Regenradar. Gegenüber gestern Abend hat sich die Wettervorhersage verändert und zwar deutlich verändert. Ursprünglich hätte es maximal noch gestern Abend regnen sollen. Mittlerweile heißt es schon, dass es bis 8 oder 9 Uhr heute früh durchregnet. Und das wäre genau der Zeitpunkt, wo wir an der Knorrhütte ankommen und dann mit der Kraxelei anfangen würden. Das heißt, der Fels ist dann nass. Und aus dem Grund haben wir uns jetzt entschieden, die Tour komplett abzubrechen. Wir machen auch nicht das Gatterl, weil das wollen wir unbedingt in Verbindung mit dem Brunntalgrat machen und dem Jubigrat. Also machen wir das lieber ein andermal. Moin, moin, da sind wir wieder. Hallo. Ja, heute früh haben wir ja die Tour abgebrochen wegen dem Regen. Das hat uns natürlich tierisch geärgert. Ich habe dann mit Katharina darüber geredet und sie meinte nur, das könnte man doch heute Abend bzw. morgen früh nochmal probieren, weil der Tages- und Nachtrhythmus doch sowieso schon total durcheinander sei. Das war natürlich ein Fehler. Das fällt bei mir sofort auf fruchtbaren Boden. Gesagt, getan, genau das tun wir. Wir werden morgen früh den nächsten Versuch starten. Da gibt es nur ein kleines Problem und davon werde ich jetzt Katharina berichten. Das Problem besteht darin, dass die Tiroler Zugspitzbahn, die wir ja wieder brauchen, um nach Ehrwald zurückzukommen, wo wir starten, regulär nur bis 16:40 Uhr fährt. Also müssen wir zusehen, dass wir auch bis 16:40 Uhr oben an der Zugspitze sind. Hätten wir es heute durchziehen können, hätten wir den Vorteil gehabt, dass aufgrund irgendeines Events die Bahn bis 21:30 Uhr gefahren wäre.
Ja, und jetzt müssen wir halt morgen etwas früher starten, noch früher, und uns ein wenig mehr sputen, damit wir auch um 16:40 die letzte Bahn kriegen. Was bedeutet denn noch früher? Naja, der Wecker geht dann um 23 Uhr. Geplanter Tourstart ist dann um 0:30 Uhr. Wenn wir so früh starten, dann werden wir das gesamte Gatterl bei Dunkelheit passieren. Das heißt, da wird man nicht allzu viel in der Kamera sehen. Wir versuchen unser Möglichstes, die Szenerie mit unseren Taschenlampen zu beleuchten, damit ihr ein bisschen was sehen könnt davon. Wahrscheinlich wird es aber nicht viel sein. Wir hoffen auf den Vollmond. Ja, genau. Ja gut, in diesem Sinne, wir gehen jetzt schon nachmittags in die Haia, versuchen ein bisschen vorzuschlafen, damit wir dann nachher fit sind. Bis dann. Moin, moin, oder besser gesagt, guten Abend. Es ist 23:45 Uhr, die letzten Vorbereitungen, gleich geht's los. 0:15 Uhr, jetzt sind wir unterwegs und gerade sind wir an der Talstation von der Ehrwalder Almbahn vorbeigelaufen. Und heute sieht das Wetter wenigstens etwas besser aus, nämlich wolkenlos bei Vollmond. Die erste Stunde geht es diesen breiten Fahrweg nach oben bis zur Ehrwalder Alm. 1:10 Uhr, jetzt sind wir an der Ehrwalder Alm. Diesmal ohne Regen. Von der Ehrwalder Alm bis zum Gatterl sind es noch 5 Kilometer und im Moment sieht es so aus, als würde das weiterhin ein breiter Fahrweg sein. Blick zurück auf Ehrwald. Wir sind jetzt 1,25 Stunden unterwegs, 4 Kilometer sind geschafft, 1 Kilometer seit der Ehrwalder Alm. Und hier gibt es jetzt eine Abzweigung, da müssen wir nach links abbiegen, Richtung Knorrhütte. Und jetzt wird auch der Weg ein bisschen schmaler und interessanter. Der Weg ist zwar interessanter, wird aber auch jetzt gerade deutlich steiler. Schnauf. Wir haben jetzt 4,5 Kilometer geschafft von etwa insgesamt 14 Kilometern, sind auf gut 1700 Metern und hier steht Knorrhütte 2,25 Stunden. Wir liegen ganz gut in der Zeit. Und das Geniale ist, wir brauchen noch nicht mal eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann, aber es ist fürs menschliche Auge praktisch taghell. Wir können das Wettersteinmassiv direkt vor uns erkennen und den Weg sehen wir auch sehr gut. Spart Strom. Und gleich darauf kommt schon das nächste Schild. Gatterl 1,5 Stunden nach links weg. Wir sind schon auf 1800 Meter Höhe und wir sind eigentlich ganz froh, dass wir den Weg bei Dunkelheit gehen, weil es nämlich angenehm kühl ist. Der ganze Weg seit der Ehrwalder Alm, das ist offene Fläche. Und wenn da die Sonne runterknallt, wird man definitiv gut durchgegrillt. Auf gut 1800 Meter hat man dann auch mal Möglichkeit, ein bisschen Wasser nachzufassen, falls man vorher gegrillt worden ist. Das ist ganz schön gruselig hier. Wir halten extra Abstand. Es ist 2:10 Uhr und wir sind jetzt schon auf 1900 Meter Höhe. Das Gatterl ist gar nicht mehr so weit entfernt, von den Höhenmetern jedenfalls. Das liegt nämlich auf 2024 Metern. Streckentechnisch haben wir aber noch knapp 2 Kilometer vor uns. Wenn wir in dem Tempo weiter vorwärts kommen, kommen wir viel zu früh an die Knorrhütte. Da wird es dann noch finster sein. Wir haben es nämlich eigentlich so getimt, dass wir ziemlich genau zur Dämmerungszeit an die Knorrhütte kommen. Ab da brauchen wir nämlich Licht für den Brunntalgrat. Naja, wenn wir tatsächlich zu früh sind, machen wir halt ordentlich Pause. Auch nicht schlecht.
Mittlerweile queren wir ein Geröllfeld auf etwa 2000 Meter Höhe und es ist 2.30 Uhr früh. Wir sind noch gar keinem begegnet. Kannst du dir das irgendwie erklären? Ich denke, die haben Angst vor den Kühen. Noch 1,5 Kilometer bis zum Gatterl. Der Weg führt jetzt hier im Zickzack durch den Schotter durch, bis auf etwa 2100 Meter Höhe. Und dann geht's wieder runter zum Gatterl, das ja nur auf 2024 Meter liegt. Ist aber immer gut erkennbar, auch wenn hier jetzt schon seit längerer Zeit keine Markierung mehr war. Ah ja, da ist wieder eine. Es ist 2.50 Uhr, wir sind auf 2100 Meter Höhe, auf der zunächst mal höchsten Stelle. Und jetzt geht's runter zum Gatterl, wohin auch immer. Ja, das schaut ganz gut aus. Hier ist eine Markierung, ja, da geht's runter. Alles klar. Also hier geht's schon ein bisschen steil nach unten. Und wir sind froh, dass wir gestern nicht hier entlang gelaufen sind, als es so geregnet hat. Da wäre es hier nämlich mit Sicherheit super matschig und rutschig gewesen. Wir sind jetzt ein bisschen abgestiegen und der Weg führt jetzt parallel am Hang entlang über so ein Schuttfeld. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe die Taschenlampe mal auf volle Kanne gestellt. Darüber geht das. Ein paar Gämse. Ja, cool. Es ist jetzt 3 Uhr früh und wir haben keinen Kilometer mehr bis zum Gatterl. Und der Mond beleuchtet immer noch die ganze Szenerie. Wir können selbst ohne Taschenlampe alles bestens erkennen. Wir sind jetzt am Felderjöchel und hier gibt es einen Wegweiser. Gatterl eine Viertelstunde, Knorrhütte eine Stunde. Stolperfallen. Wir haben 3:10 Uhr, das heißt, wir werden ein bisschen arg früh an der Knorrhütte ankommen. Aber lieber so als Hektik und Stress. Vom Felderjöchel geht's erstmal abwärts und zwar ziemlich erdig, schottrig. Bei Nässe ist das sicher nicht so angenehm. Es geht in diese Senke runter und dann geht's wieder hoch. Noch etwa 100 Meter bis zum Gatterl. Und hier geht's jetzt doch recht steil runter. Deswegen gibt's hier sogar eine Seilversicherung. Ja, das war's jetzt. 2024 Meter und wir sind am Gatterl, wie man sehr deutlich sehen kann. Grenzübergang Österreich-Deutschland. Ja, dann schließen wir das Gatterl. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann. Rechts unten ist die Knorrhütte, da ist ein kleines Licht zu sehen. Und links oben ist die Zugspitze. Und da geht es jetzt ziemlich steil wieder nach unten. Na toll. Wir sind jetzt schon ziemlich weit unten.
Und der Weg, der führt jetzt in einem Bogen erst links und dann rechts wieder zurück zur Knorrhütte, wo man vielleicht das kleine Lichtchen sehen kann in der Kamera. 3.45 Uhr, wir sind auf etwa 2000 Meter Höhe an der ehemaligen Gatterlhütte. Da haben sich ein paar Leute ausgetobt, würde ich sagen. Quasi ein kleiner Lost Place. Stimmt. Ist sogar ein Weg hier, ja. Noch 1,5 Kilometer bis zur Knorrhütte. Der Weg hier ist ein ständiges Hoch und Runter, felsig, zerklüftet, ziemlich unangenehm zu laufen. Jetzt ist es endlich geschafft. Es ist 4.15 Uhr früh. Wir sind also 4 Stunden unterwegs. Wir sind bei Kilometer 10 in 2052 Meter Höhe an der Knorrhütte. Hier gibt es auch immer eine Möglichkeit, Wasser zu schöpfen. Davon abgesehen kann man natürlich auch in die Hütte gehen, klar. Wir sind jetzt noch ein bisschen höher gestiegen. Da unten, wo das Licht ist, ist die Knorrhütte. Und dieser Platz kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Das war nämlich mein Biwakplatz im Jahr 2016, als ich über das Rheintal zur Zugspitze aufgestiegen bin. Den Link zum entsprechenden Video findet ihr in der Videobeschreibung. Nachdem wir ein bisschen arg früh da waren, mussten wir hier Zwangspause machen. Und es ist leider arschkalt. Hier weht doch ein ziemlich böser Wind. Darum haben wir jetzt alle Klamotten angezogen, die wir nur hatten. Leider hat das nicht genügt. Jetzt bin ich noch auf einen kleinen Trick gekommen. Wir haben zwei dünne Isomatten dabei, so 2 bis 3 mm Isomatten. Die haben wir uns jetzt um den Bauch rum gewickelt, sozusagen als Nierengurt, und die Jacke dann drüber. Das funktioniert ziemlich gut und mir ist jetzt doch halbwegs warm. Nur noch die Hände kalt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hinter uns ist ein großer Stein, den wir uns als Windschutz ausgesucht haben. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, wieso wir nicht in die Knorrhütte reingegangen sind. Haben wir versucht, aber da ist tatsächlich alles abgesperrt. Und wir wollten da jetzt keine Radau machen und niemanden aufwecken. Dann haben wir gesagt, na komm, wegen der halben Stunde, die wir jetzt warten müssen, jetzt noch eine Viertelstunde. Das kriegen wir auch noch hin. 5.35 Uhr. Die Dämmerung beginnt langsam. Es ist 10 vor 6. Mittlerweile haben wir ausreichend Büchsenlicht. Und das nutzen wir jetzt mal, um ein kleines Resümee schon mal vom Gatterl zu machen. Wie fandest du es? Deutlich anspruchsvoller als das Rheintal. Ein ziemliches Eier hoch, runter, viele unnötige Höhenmeter. Es war sehr frustrierend. Habe ich auch so empfunden. Der Weg zur Knorrhütte dann. Man hat die Hütte quasi schon in greifbarer Nähe. Muss dann aber einen riesen Bogen außenrum machen und entfernt sich dann wieder. Es war irgendwie nicht schön zu laufen. Das Rheintal ist einfacher, wenn auch etwas weiter. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach dem Einstieg zum Brunntalgrat. Und los! Von unserer Pausenstelle sind wir jetzt auf den Normalweg zurückgekehrt, der von der Knorrhütte da unten auf die Zugspitze führt. Der Einstieg, der ist so etwa auf 2105 Meter Höhe. Hier oben sieht man ganz deutlich, wie sich der Weg da durch das Schuttfeld schlängelt. Und nebenbei bemerkt, ist der Einstieg auch deutlich markiert.
erstmal Stopp. Da wir jetzt schon ziemlich nah an der Wand dran sind, legen wir erstmal unsere Deckel an. Da ist er, der Einstieg. Ist auch mit einer Tafel markiert. Ja, und so sieht er aus. Na, dann wollen wir mal, oder? Go. Das ist sogar markiert. Okay, go! Ja, supi. Ganz entspannter Einstieg. Ja, wir sind jetzt darauf. Alles immer noch easy hier. Ein bisschen aufpassen muss man aber schon. Hier geht's nämlich bösartig runter. Und immer wieder Markierungen. Blass, aber doch eine ganze Menge. Also wir hatten gelesen, dass die Markierungen hier sehr schlecht sind. Das können wir jetzt so nicht bestätigen. Bisher einwandfrei. Das ging jetzt ein kleines Stück direkt nach oben. Und jetzt reißt es aus. Wir sind den Hang, wenn man nach oben sieht, eine ganze Weile nach rechts gequert. Hier macht der Weg jetzt einen Knick und deutlich sichtbare Steigspuren führen weiter nach oben. Bisher war vom Einstieg abgesehen alles Gehgelände. Jetzt sieht's ein bisschen anders aus. Ui, hier geht's auch ganz ordentlich nach unten. Und da oben sieht man schon ein Stahlseil. Jetzt scheint's etwas schwieriger zu werden. Nach kurzer Zeit endet das Stahlseil schon und deutlich sichtbar geht es hier einen Steig weiter. Es ist genau 7 Uhr früh und wir sind schon auf 2300 Meter Höhe. Bisher ist das alles ganz easy, macht echt Spaß. Auch wieder ganz deutlich zu erkennen, hier führen Steigspuren nach oben.
Und man sieht sogar die rote Biwakschachtel oben auf dem Jubi. Schaut mal genau hin. Links neben den Felszacken, oben am Grat. Es ging jetzt die ganze Zeit hier am Grat entlang nach oben. Bisher alles noch Gehgelände. Keine Kletterei. 2420 Meter und es wird deutlich plattiger, felsiger. Da muss man ab und zu mal etwas klettern. Da wo Katharina steht, war ich gerade eben noch. Hier sind Steigspuren und die sind so einladend. Führen nach links weiter, aber das ist ein Irrweg. Wenn man mal genau nach oben schaut, ja, da ist ein roter Punkt auf der Platte. Jetzt weiter. Ich suche gerade mal. Also von dem Punkt hier, wo ich gerade war, ist es ein bisschen schwieriger, sich zu orientieren. Es geht nicht geradeaus, sondern es geht hier rüber. Und da, an einer großen Platte, erkennt man auch einen roten Punkt. Hier geht's rüber. Wir sind schon auf 2450 Meter und es ist gerade mal 7.30 Uhr. Die ursprüngliche Planung sah so aus, dass wir, wenn wir auf dem Jubigrad sind, 11 Uhr haben. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz, im positiven Sinne. Links weiter. Das ist ein Steinmännchen. Kurze Orientierungshilfe. Nach unten. Und weiter geht's. Okay, hier ist also der Schluss. Also halt hier rüber. Ich sehe auch schon hinter dem Felszacken ein Stahlseil. Wir sind jetzt auf etwa 2500 Meter. Ja, drüber und einfach runter. Was? Ja. So, jetzt sind wir am Stahlseil. Ein Blick zurück, dass man genau sieht, wo es lang geht. Jetzt habt ihr eine eindeutige Orientierung. Rechts vom Felszacken.
Also das ist nicht mehr wie ein A-B-Klettersteig. Maximal B. Hier ist er schon zu Ende. Roter Punkt. Oh, und da. Ich sehe gerade, wie es weitergeht. Hier muss man nach oben steigen. Und da geht es gleich weiter zum nächsten Stahlseil. Von da unten kommen wir. Da geht der versicherte Weg hierher. Dann muss man eine kleine Stufe nach oben steigen, wie ihr bei mir gesehen habt. Ja, und dann geht's auch schon das nächste Stahlseil nach oben. Vor dem nächsten Stahlseil kommt hier dieser Notbiwakplatz. Fällt mir gerade so auf. Von da unten kommen wir her. Da sieht man auch den Notbiwakplatz. Ich bin jetzt am nächsten Stahlseil. Das ist nur ein ganz kurzes. Hier kommt jetzt ein bisschen luftige Kletterei dazu. Ja, ist jetzt mittendurch und ab jetzt wird es auch gefährlich, denn hier endet ein Fehltritt sofort tödlich. Ab hier wird es deutlich schwieriger, ausgesetzter, aber es sind auch immer wieder Stahlseile da. Ui, hoho. Alter Verwalter. Was für eine arschglatte Wand!
Ein Stahlseil nach unten. Na gut, dann eben nach unten. Krasses Ding. Ach ja, falls jemand glaubt, ich wäre lebensmüde und hätte keinen Falldämpfer dran, der irrt. Hier ist nämlich ein Falldämpfer dran. Es ist zwar nur ein Karabinerhaken, also im Moment des Umklinkens bin ich ungesichert, aber das Risiko gehe ich gerne ein. Es geht hier komplett runter. Und dann macht der Weg aber einen Knick. Es geht dann hier weiter entlang, da ist auch schon ein roter Punkt. Wenn ich das richtig sehe, jawohl, da ist noch ein roter Punkt, geht das hier an dieser Felswand entlang auf dem Grat hier. Kommen wir her und wie man sieht, Grundtalgrad markiert. Jetzt geht es noch mal runter hier am Stahlseil und hier rüber, denn das ist schon der Jubiläumsgrad. Jetzt wird er böse. Die Schlüsselstelle der Route. Hier ist nämlich kein Stahlseil, da war mal eins drin. Es gibt nur noch die dritte. Und man sieht, das ist eine ganz glatte Wand, auch feucht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gleich geschafft. 8.52 Uhr. Wir sind auf 2655 Meter an der Abzweigung Jubiläumsgrat, Zugspitze, Brunntalgrat. Und das Schild ist ein bisschen mitgenommen. Das habe ich noch anders in Erinnerung.
Da geht's Richtung Biwakhütte. Ja, und hier weiter Richtung Zugspitze. Und den Weg gehen wir jetzt. Erstmal check. Yes. Puh. Geil war's. Aber das letzte Stück war schon anspruchsvoll. Aber runter möchte ich ehrlich gesagt nicht laufen. Hoch, ja, runter mit dem vielen Schotter. Uah. Ja, ist mit Sicherheit auch von der Orientierung ein bisschen schwieriger. Gut, man kann sich größtenteils am Grat halten. Solange man gute Sicht hat, ist es wahrscheinlich kein Problem. Bei Nebel, knifflig. Lieber nicht. Unser weiterer Weg führt, wie gesagt, über den Jubiläumsgrat zur Zugspitze. Den Weg bin ich schon mal gelaufen. Siehe dieses Video hier, beziehungsweise siehe Videobeschreibung. Und weil ich das schon mal gefilmt habe, werde ich diesmal das Ganze etwas kürzer filmen. Schön gemütlich auf dem Jubi. Es ist 14 Uhr, wir sind jetzt kurz vor dem Gipfel. Das sind nur noch 200 Meter, ein Katzensprung. Und ihr seht, wie viel da oben los ist. Und darum drehen wir jetzt die Schlussszene. Wir hatten schon so einen Verdacht, dass das Wetter möglicherweise doch umschlagen könnte. Die Wettervorhersage hat natürlich wieder mal behauptet, perfekt, nur Sonne, kein Regen, kein gar nichts. Und wir sind aber doch bestätigt worden, unser Riecher war richtig. Im Regenradar kommt eine dicke, fette, böse Wand auf uns zu. Und die ist schon in einer halben Stunde hier. Ja, und deswegen haben wir richtig Gummi gegeben, dass wir es noch vorher schaffen. Es war
Eine brutal geile Tour. Sie war natürlich anstrengend und fordernd ohne Ende, weil wir ja schon seit 12:30 unterwegs sind. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ich bin total fertig, ihr merkt es bestimmt. Und mit diesen Worten sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Zum Schluss gibt's noch ein kleines Panorama.